Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, ich bin Lucida. Und wir sind zurück in Dysons 4 Program. Ich nehme live auf gerade, so dass da Zuschauer mit dabei sind. Und mit denen unterhalte ich mich manchmal ein bisschen nicht wundern. Letztes Mal haben wir das letzte, also sind wir fast fertig geworden, damit das letzte Teil zu basteln, was wir noch brauchen, um diese interstellaren Logistiktürme zu bauen. Und wahrscheinlich schaffen wir das heute, wahrscheinlich können wir diese Teile heute aufstellen und ah, oh, das wird aufregend, liebe Leute. So, wir waren aber jetzt gerade noch dran. Was war das Titan daher zu holen? Da ist es. Schwebt hier rum, das Förderband. Das packen wir auch gleich runter. Ich wollte das gar nicht hier so lange hier oben schweben lassen. So. Ach, komm schon, Junge. Okay, wir nehmen wieder hier in so eine Schnellbahn hier. Geht das? Kommen wir da vorbei? Ne, da kommen wir eh nicht vorbei. Du machst mich krank. Na gut, da müssen wir so kurz abweichen vom Plan hier. Das dauert immer hier. So. Ach, komm schon. Ich weiß nicht, warum er hier immer sagt, dass er da kollidiert. Ich meine, wenn ich doch eh eingestellt habe, dass es höher sein soll, dann kollidiert doch da nichts. Du machst mich wahnsinnig. Vielleicht bin ich einfach an der falschen Stelle mit der beknackten Maus hier. Gut, hier muss er jetzt ausweichen. Da weichen wir hier hin. Wunderbar. Setz uns jetzt auf den Vierer oben drauf. Ne, das geht doch nicht, oder? Oh, das wär's ja. Ja, komm, ab mit dir. Du kannst landen, Freund. Du. Ach, ich sehe nichts. Da kommt man nicht hin, weil es hier Wasser ist. Komm nicht nah genug hin, der schläft die ganze Zeit. Okay, da müssen wir noch ein bisschen höher. Also, wir sind jetzt auf. Eins, zwei, drei. Da müssen wir jetzt höher. Ja, das ist ja was. Wow, krass. Na gut, aber erstmal müssen wir so. Wirst du wohl landen, du Trottel? Erstmal gehen wir bis dahin noch weiter runter. So. Ja, das ist die Zielhöhe hier. Okay, ich glaube, so passt's. Wunderbar, perfekt daneben gebaut. Nee. Perfekt daneben gebaut. So, jetzt müsste es passen. Jetzt passt. Oh, fünf übereinander. Und es ging noch viel mehr. Das wird eine richtige Wand irgendwann. Geil. Ich bin begeistert. So. Also, hier wollen wir hin. Die Reiskocher sehen bald nichts mehr. Gut. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir da rechtzeitig nach unten kommen. Ach du. Das schafft er nicht, das ist zu steil. Boah, das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht hier, dieses Rumgemache hier mit den Förderbändern, das ist so ätzend. Sind wir denn hier richtig? Nein, natürlich nicht. Ja, so richtig. Okay. Was, zu steil? Och. So, nee, echt, dieser Kampf immer. So. Irgendwann wird es endlich gut.
Jetzt will er nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, die meiste Zeit dieses Spiel verbringt man mit dem geknackten Förderbändern. So, jetzt haben wir es aber endlich. Ich bin fertig mit den Nerven. Okay. Okay, da kommen wir, glaube ich. Das dann was läuft da durch? Titan. 4 Stück. Ich glaube, das machen wir mal schneller. Ja. Nehmen wir mal ein größeres Ding. Okay, rein theoretisch könnte das funktionieren. Jetzt müssen wir noch gucken, woran es hakt. Irgendwo ist es noch nicht gebaut. Nein, viel schlimmer. Es ist kein beknacktes Titan mehr da. Shit. Ich war doch erst unterwegs und habe verdammtes Titan geholt. Aber gut, ist ja egal jetzt, liebe Leute. Wir haben ja jetzt gleich die Möglichkeit, dieses interstellare Dings da aufzubauen. Und dann kriegen wir das automatisch daher geliefert. Bester Tag in meinem Leben, ungefähr. So, da kommt's. Na komm, wir graden das mal ab hier. Okay, perfekt. So, also jetzt kann's gleich losgehen. Bisschen spannend ist es ja schon. Ach, er hat keinen Strom. Okay. So, jetzt passt. Wir brauchen zum Hersteller von diesen interstellaren Dingern da jeweils ein planetarisches Teil. Und da wir zwei brauchen mindestens, damit das funktioniert, brauchen wir also noch eins von diesen Teilen hier. Und das geht anscheinend nicht mehr. Ich dachte, ich hätte vorhin genug Material rausgesucht, aber gut. Titan, wir brauchen doch Titan, Alter, stopp. Oh. 40 Titan fehlen mir. So, jetzt. Und 40 Prozessoren. Ja. Ach, das teilt er mir das Zeug auf hier. Und ich würde sagen, wir gehen nicht zu meinem Silikonplaneten, um das abzuholen. Hör mal, gib mir jetzt bitte die 40 hier. Ach, jetzt habe ich genau eins übrig. Darf ich weiter? Sondern wir gehen zu dem Lava-Planeten, den wollte ich ja sowieso mal angucken. Der hat sowohl Titan als auch Silizium. Da fliegen wir also hin, bauen unsere Produktion auf, bauen unseren interstellaren Turm auf, falls der auf Lava steht. Man weiß es nicht, aber wir können immer gucken. Und dann kriegen wir von dort alles, was wir brauchen. Das wird was. Der Berater schreibt gerade, damit die Türme funktionieren, musst du ihn auch noch Transportdrohnen bauen. Was ist das denn? Oh, das ist ein guter Hinweis. Ein sehr guter Hinweis. Sind das... Nee, keine Ahnung. Habe ich die schon? Die muss ich vielleicht erforschen, oder? Transportdrohnen? Wobei, eine Drohne ist kein Gebäude. Ja, jetzt weiß ich auch nicht. Transportdrohnen? Keine Ahnung. Ah, okay. Barade sagt es unter Komponenten. Ohne meine Zuschauer wäre ich verloren. Wie Patty schon sagt. Ja, unter Komponenten. Ah! Thruster? Can provide power for logistics drone. Also das Ding versorgt anscheinend die Drohnen mit Power. Und das ist die verbesserte Version. Ah, logistics drone. Aha. Aha. Wie geht das denn? Ich dachte... Ich hatte irgendwie gedacht, ich baue diesen interstellaren Turm. Und der hat automatisch alle Drohnen mit dabei, die da dazugehören irgendwie. Achso, okay. Das wird dynamisch die Versorgung und den Bedarf ausgleichen. 25 Stück kann der transportieren. Fliegt mit 8 Meter pro Sekunde. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, wie... Wir bauen jetzt gleich mal so einen Turm. Ich will mal gucken, wie es überhaupt aussieht. Vielleicht steht da, wie viele so Drohnen man zuordnen kann. Keine Ahnung, ich hätte zwar gesagt 5 oder sowas. Bei 25. Und dann fliegt er halt relativ langsam. Das dauert ja ewig, bis das Zeug ausgetauscht ist.
Na gut, also die ersten Teile hier sind schon fertig. Erfreulicherweise, wir können gleich noch ein paar mehr davon bauen. Mehr ist immer besser. So. Ab geht's. Gleich falsch. Ich will das, ich bin da dran. Ich will das immer so machen, genauso wie hier, damit das alles gleich aussieht und. Deswegen dauert das immer so lange hier bei mir. Ganz da hinten. Und von da. So. Okay, wunderbar. Ha, ein großer Tag. Ein kleiner Schritt für mich und ein großer Schritt für. Was machst du da? Großer Schritt für die Menschheit. So, jetzt. Also. Ah, es wieder diese rosa Teile. 40 Stück. So. Ah. Da entstehen sie. Es dauert eine Weile. Okay, gut. Also ich denke jedenfalls, dass wir diese Logistic Drones. Oh, Moment, das Logistics Vessel. Das hat mehr. Oh, das hat viel mehr. Ach, das hat eine viel größere Kapazität. Okay. Aha. Consumes Space Warper. Can activate Warp. Das heißt, das Ding ist viel schneller, steht aber nicht dabei, wie schnell das ist. Es kann aber immerhin 200 transportieren. Okay, aber keine Ahnung, ob man davon dann so viele zuweisen kann, wie man will oder was. Ich habe auch noch keine Ahnung, ob diese Drohnen unterschiedliche Waren transportieren können, also ob die mit 25 Kapazität 20 Steine transportieren können und 5 Silikon oder sowas. Ich nehme an, die transportieren immer nur eine Sache. Ah, Toddy gibt Aufschluss. Drone für global, Vessel für Stellar. Das heißt, wenn ich diese Teile gebaut hätte, hätte ich die gar nicht nutzen können für den interstellaren Turm. Danke, Toddy. Ach, oh Gott. Mein Gott, Varadin hat es auch schon vorhin geschrieben, die Rechnung brauchst du für die Interplanetar. Jetzt ergibt das Sinn, alles klar. Mein Gott, Dankeschön. Und ja, ich bin eine symmetrische Spielerin. Das nimmt manchmal schon gruselige Züge an hier. Gut, also dieses Ding brauchen wir. Und das können wir auch einfach so jetzt mal machen. Ich bin begeistert. Keine Ahnung, wir können mal 5 Stück davon herstellen oder sowas. Der V50 Prozessoren. Komm, gib mal Gas, Junge. Ja, das sind ja so unmöglich dahin sortiert. Unglaublich. So, jetzt. Genau 50. Oh, das ist aufregend. Was? Ach so, es fehlt jetzt. Es fehlt jetzt an Zeug. 40 an diesen Stäben. Wahrscheinlich wäre es nicht schlecht, wenn ich das Zeug irgendwann mal automatisiere, damit ich es nicht von Hand machen muss. Wahrscheinlich sogar besser früher als später, aber ich bin jetzt so heiß auf diese interstellaren Türme, dass ich das jetzt einfach so schnell mache, wie es geht, dass ich das jetzt einfach voll durchdrücken will. So. Ach so, die verbrauchen auch die. Ach Gott, diese Teile verbrauchen auch diese Teile. Okay, wir brauchen ein paar mehr davon. Also, wir sind jetzt. Drei haben wir schon, zwei wollen wir noch haben. Es fehlt an diesen beknackten. Alles egal. Jetzt haben wir halt eins. 4 Stück, aber jetzt nicht eins, 4 Stück. Ich war das aber trotzdem fertig. Ich wollte jetzt 5 haben und jetzt habe ich mich darauf vorbereitet. Jetzt will ich auf 5 haben. Wir holen schnell so eine Turbine. Rück die jetzt raus, bitte. So, jetzt. Also, jetzt haben wir das Ding. Wir haben jetzt hier Platz, falls der explodiert, man weiß ja nicht.
Interstellar? Oh mein Gott, ist das ein Riesenteil, hey? Da ist er. We have established an interstellar logistics station and opened the first node of logistics transportation among the planets. Cool. With it, no need to transport cargo between planets manually anymore. Just sent to remote supply in the site on the raw material supply planet. The logistics vessel will bring the cargo to the other planets with corresponding remote demand sites accordingly. Setting local supply and demand can also inherit the functions of ordinary logistics station at the same time. Local supply and demand can also inherit the. Achso. Das kann das vererben? Aha. Okay, ach, wir werden schon rausfinden. Also, das hier ist dann der Demander. Hoppala. Das ist der Demander. Braucht diese Logistic Vessels. Haben wir die jetzt hier irgendwo? Theoretisch müssten wir die haben. Ich finde die jetzt wieder. Da, zwei Stück haben wir. Boah, wieso nur zwei? Ich dachte, ich hätte mehr davon. Ach, der ist doch da, der ist am Bauen. Okay. Können wir die jetzt da rüberziehen, oder? Tatsache. Ach nee, der kann nur. Moment mal, der kann nur zwei. Ach so. Okay, der kann nur zwei. Aha. Ah ja. Und dann können wir sagen, wir brauchen also Titan. Platten, die haben wir ja schon fertig gepresst. Local Supply, Remote Supply. Ah, und jetzt können wir hier einstellen, dass der von diesem Planet hergebracht werden soll oder eben von woanders. Remote Demand, Remote Storage. Ja, keine Ahnung, Storage, oder? Heißt das dann, Demand würde vielleicht heißen, dass der selber das Zeug irgendwie zu sich reinziehen lässt erstmal, oder, und Storage heißt, dass er vielleicht ein Lager daneben hat? Keine Ahnung. Was, das hat der eigene Hausnummer auf dem Planeten? Ja, schon. Nicht Supply und Demand, aha. Ah, keine Ahnung, das sieht kompliziert aus. 60 Megawatt braucht er. Ach du Schande hier. Orbital Collector. Oh mein Gott. Warp was required. Oh mein Gott, das ist kompliziert, liebe Leute. Clear and Reset. Achso, und wir konnten ja auch noch anfordern Silikonplatten. Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Wie wird das Zeug denn da reingeliefert? Kann man das irgendwie da reinpacken oder wie ist es? Also. Probieren wir mal. Ah ja, da hat er so Slots. Nicht. Hä? Hä? Du, was bist du für ein Ding? Ah, nee. Aha. Ah, wir brauchen keine Sorte, wir gehen da direkt rein. Ach so, okay. Ich verstehe. Da liefern wir das Zeug also rein. Beziehungsweise hier liefern wir eigentlich eher raus, weil das, da kommt das Zeug ja an. Okay. Ob das dann funktioniert, man weiß es nicht. Supply ist der Lieferant, Demand der Empfänger. Genau, richtig. Und das hier soll ja der Empfänger sein. Was habe ich jetzt hier eingestellt? Also. Aha. Also ich dachte, ich stelle jetzt hier ein, dass dieses Ding ein Demander ist. Also dass der seinen Bedarf klar macht, dass der sagt, so liefert mir das Zeug mal daher. Aber anscheinend, ne, also Local Supply, Remote Supply. Keine Ahnung. Und muss man jetzt denn irgendwie sagen,
zu welcher oder von welcher Station er beliefert werden soll, also zu einer bestimmten, weil man kann den Dingern einen Namen geben und es wäre ja nicht sinnvoll, wenn man den Mickey Mouse nennen könnte und einen Donald Duck, ohne den dann irgendwie ansprechen zu können irgendwo. Na gut, also wir haben jetzt zwei davon und wir müssen uns jetzt mal bereit machen, um zu diesem Lava-Planeten zu fliegen und da dann so eine kleine Produktion aufzubauen und da können wir dann den nächsten Turm aufstellen. Oder vielleicht stellen wir den ja schon mal dahin, wo er hingehört. Moment mal. Ja, weg damit. Wir stellen den schon mal dahin, wo er hin soll, damit das am Ende vielleicht, damit wir schon vielleicht zugucken können, ob das schon funktioniert oder noch nicht. Was war gesagt? Da hinten irgendwo? Ich überlege gerade, wir machen das jetzt hier vielleicht platt, wir machen das Meer einfach weg. Ich gehe das jetzt einfach. Was? Gar keine Items mehr. 36 Fundamente übrig. Oh mein Gott. Das machen wir gerade noch. So, schade, nie Fundamente zu haben. Die baue ich jetzt gerade da hinten, damit wir dann einen Turm hinstellen können. Und dann testen wir da noch ein bisschen dran rum. Diese kleine Pfütze hier muss weg. So. Okay, also hier kommt dieser Turm dann hin. Da haben wir so halbwegs Platz, dass wir da alles Mögliche rausziehen können und hinbringen können oder was auch immer. Was ist das? Energy Exchanger. Moment mal, was? Achso, haben wir nicht. Keine Ahnung. Energy Exchanger. Muss ich mal genauer durchlesen, was es genau ist. Aber erstmal machen wir nach diesem, gucken wir nach diesem Turm hier. Mein Gott. Ist das ein fettes Teil, echt? Alter, das müsste eigentlich den Planeten in Unwucht bringen, irgendwie. So, aber du, ach Gott, der Testator reicht kaum, um das Ding zu versorgen. Ist ja der Wahnsinn. Ist ja der Hammer, ey. Kriegst du jetzt Strom? Oh, oh nein, der Planet hat nicht mehr genug Strom. Nee. Oh! Oh! Der zieht so viel Strom! So viel Strom! Das heißt, es ist nicht so ganz einfach, den auf einem anderen Planeten aufzustellen und drei Windräder hinzustellen und zu erwarten, dass das Ding funktioniert. Okay, dann fliegen wir mal kurz zu dem Pol hin. Und stellen da die Solarplatten auf, die ich gebaut habe gerade noch. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall machen. Oh mein Gott. Ist ja der Hammer. Was für Energiefresser. Ja, da muss ich jetzt wirklich gucken, dass ich einen Dyson Sphere baue, glaube ich. Unfassbar. So, und ich werde hier nicht alle verbrauchen. Wir stellen die andere Hälfte auf den Südpol oder den Nordpol oder was auch immer, auf den anderen Pol. Ja, ungefähr so. Ich glaube, das reicht noch nicht. Ich bin besorgt, liebe Leute. Uff. Ja, ich bin schockiert. Das kriege ich ja so einfach nicht hin. Das macht sich gar nicht bemerkbar, dass ich hier Solarplatten aufgestellt habe. Oh mein Gott, was bringen die nochmal? 5 oder irgendwie sowas? 5 Megawatt? Wenn überhaupt. 360 Kilowatt! Ich glaube, wir brauchen noch ein paar davon. Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Okay, also wir werden Millionen davon herstellen müssen. Glaube ich. Habe ich das Gefühl. Ach du Schande. 4, 5, ja, passt ungefähr. Okay, und von diesen Platinen haben wir genügend. 70 Stück. Ah ja. Hier wird nicht mehr gekleckert, hier wird es richtig geklotzt. So, also, der Kollege hat Strom, theoretisch. Alter. Ist das ein fettes Ding? So, liebe Leute, wir haben uns gerade ein bisschen rumgerätselt, beziehungsweise ich habe rumgerätselt.
Und ich habe auch hier jetzt ein Förderband gelegt. Aus dem Turm raus. Und da sieht man oben drüber, man muss dann hier diesen... wenn man das Förderband legt, muss man dann einen Filter setzen und dann da festlegen, was da rauskommen soll. Also ich habe gesagt, hier sollen jetzt diese Titaniumplatten rauskommen und hier reingehen, wo ich die ja brauche. Genau, und Totti und Baradin kennen sich gut aus. Die haben gesagt, hier muss ich das auf Remote Demand stellen. Das ist bei dem hier genauso, bei den Silikonplatten. Was einfach bedeutet, dass ich sozusagen eine Anforderung, also diese Turmstätte Anforderung nach außen, ich will versorgt werden von Remote halt irgendwie. So habe ich es verstanden. So müsste es vielleicht funktionieren. Gut, Problem ist immer noch die ganze Energie. Jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus. Ich habe noch ein paar Sonnensegel-Dinger da. Sonnensegel, nein. Solarplatten-Dinger da im Inventar. Die stellen wir jetzt gleich auch noch auf. Und genau, forschen. Habe ich was gefunden? War das hier? Mini Fusion Power Generation. Damit können wir so Fusionsdinger da herstellen und dann in so Kraftwerken verheißen. Und es gibt dann immer 9 Megawatt. Der Turm braucht wohl 60 Megawatt, also müssten wir doch einige von den Dingern aufstellen. Das wird... Ich weiß nicht, ob ich das... Oh mein Gott. Auf so einem Remote-Planeten hinbekomme. Außer, ich lasse den von hier aus versorgen. Mit diesen Brennstoffzellen irgendwie. Das können wir vielleicht machen. Also wenn ich das hier einstellen würde, was ich noch nicht habe. Nehmen wir mal das hier, dann müsste ich hier sagen... Remote Supply. Ach so, Remote Supply. Ah, Remote Supply. Das heißt, das Zeug ist jetzt da drin und ich schicke das woanders hin. Remote Supply. Die Ferne wird versorgt von mir. Aha. Okay. Kriegen wir es wieder raus. Jetzt ist es drin. Oh, ach, da kann man doch einstellen, wie viel. Aha. Aha. Clear and Reset. Ah, ah. Ah, okay. Oh mein Gott, so langsam kapiere ich alles. Sehr gut. Ja, wird jetzt geforscht? Nein. Ich habe das noch nicht gemacht. So, jetzt kann losgehen. Parade sagt, das Spiel ist eine Wissenschaft für sich. Ja, ich glaube, wenn man es erstmal kapiert hat, ist alles gut. Aber jetzt am Anfang ist halt, ja, schwierig. Ach, das sind die Vessels hier. Ich denke mal gerade, sind das Akkus da oben drauf oder was? Aber jetzt sehe ich gerade, dass hier ja schon ein paar so Teile parken. 5 Stück. Und 5 sind noch frei. Ah, jetzt blicke ich's. Ich habe vorher noch gedacht, sind das Akkus hier, die dann aufgeladen werden oder sowas. Ah, ist ja cool. Okay. Gut. Wie gehen wir weiter vor? Wir müssen die Solarplatten aufstellen, genau. Und vielleicht am besten noch ein paar mehr davon herstellen. Achso, ich habe schon ganz viel davon hergestellt. Ah, okay. Vielleicht stelle ich noch viel mehr davon her. Dann können wir rüberfliegen zu dem Titanplaneten und da so einen Turm aufstellen. Boah, ist das geil, wie der da hinter der Planetenkrümmung da vorbeischaut hier. Hochschaut. Und den nächsten Turm erstmal nur mit Solarteilen hier. Ah, nee, das sind so viele, glaube ich. Das schaffen die niemals. 360 Kilo. Was? Joule oder Watt oder was? Ich. ja. Ich sterbe hier noch ein paar auf. Boah, den Kreis mal voll hier. Ja, ich fürchte, wir müssen mit dieser Mini-Fusion da darüber gehen. Jetzt haben wir noch ein paar übrig. 20, 40, 60. Wir werden nochmal 20 verheizen oder sowas. Der Rest stellen wir an den anderen Pol, damit die immer gleich viel produzieren. Mein Gott. Also, dass das Ding aber auch so viel Strom zieht, das hat jetzt. Das hat mich schockiert, jetzt ein bisschen. Wie viel Energie bringt eigentlich ein Windkraftrad? Fragt Toddy. Ich glaube, nix. 300 Kilowatt. Oh mein Gott. Ja. Da müsste. Auch bei. Zur Not geht das auch. Die Dinger kosten ja nichts. Das heißt, wir bräuchten 3 mal 60. Oh, wer sollt ihr denn alle aufstellen? 180 Teile? Oh mein Gott! Wenn ich richtig gerechnet habe, 180. Grob. Wahrscheinlich eher mehr, weil
300 sind. 3x 300 sind nicht ganz ein Dings. Megawatt. So. Einen noch. So, die restlichen. Bitte zurück ins Glied! So, also der Rest kommt an den anderen Pol hin. Das kann was werden. Wir folgen hier diesem fetten. Diese fetten Linie hier. Moment mal. Bin ich jetzt hier auch richtig? Geht's hier irgendwo zum Nordpol? Nicht, dass ich jetzt gerade mit Äquator entlang fliege. Ich glaube, ich fliege auch mit Äquator entlang. Nee. Doch. Also, das ist auch dieses Dyson-Sphere-Ding, da wird man wahrscheinlich sehen, wie diese Solar-Sails, diese Sonnensegel da rumfliegen. Ha. Das ist ja schon geil. Ich bin sehr gespannt, wie das dann aussieht hier. Genau, ich wollte eigentlich gerade gucken, wo ich hier bin. Falsche Ansicht. So. Da will ich hin. Da komme ich her. Wo bin ich jetzt? Keine Ahnung, wer weiß das schon. Kann man da irgendwie einen Pin oder was setzen? Nee, kann man nicht. Wo bin ich jetzt? Da runter muss ich, glaube ich. Da! Halt! Stopp! Ah! immer wieder schön, wie der da reinkracht. So, genau, hier stellen wir jetzt die restlichen alle hin. Ah. Oder vielleicht auch nicht alle. Vielleicht lassen wir ein paar übrig für den anderen Planeten. Aber den Kreis war jetzt auch voll. Ja, stimmt. Weniger als die Solarzellen, aber sie laufen auch im Dunkeln. Die Windräder. Parade würde den Dyson Swarm mit den Solarsegeln empfehlen. Okay. Dann gucken wir uns das mal an. Also ich würde den auch empfehlen, insofern, weil ich ihn gerne haben will, weil ich wissen will, wie das aussieht, wie das funktioniert. Dieses Nuklearkraftwerk langweilt mich zu Tode jetzt schon. Also lieber dieses Solarsegel. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, wie das funktioniert oder wie aufwendig das ist. So, also jetzt sieht man hier, dass da doch was ankommt. Wunderbar. Also wir fliegen zurück. Und da gucken wir mal nach diesen Sonnensegeln, ob das machbar ist. Und dann müssen wir dick Koffer packen. Sehr dick. Achso, diese Sonnensegel, die werden wir von diesem Planeten aus starten können, denke ich mal. Da müssen wir nicht irgendwie in die Nähe der Sonne fliegen und die dann da irgendwie rauspusten irgendwie, sondern wir machen das wahrscheinlich von hier. Es gibt ja diesen Ejector da. Ja, den kann man nicht übersehen. Hammermäßig. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Ich wollte nach den Sonnensegeln gucken. Da, das ist also eine Komponente. Das zählt nicht als Gebäude. Wir brauchen dafür diese Netze. Ach, Graphines, die haben wir schon. Und diese rosa Teile, die wir noch nicht haben. Das hier Prisma-Ding können wir einfach herstellen. Okay, das setzen wir uns daran. Also es wird bestimmt spannend. Coole Sache. Ja, da setzen wir uns dran als nächstes. Das war dann in der nächsten Folge. Dann haben wir wieder was zu tun. Und sobald wir diese Dinger fertig haben oder was ich mal ein paar davon gebaut habe, ich nehme an, wir brauchen die in Massen. Nicht nur ein paar, sondern in Massen. Dann nehmen wir Massen davon. Nee, dann schießen wir Massen davon einfach an die Sonne ran. Dann packen wir unsere Koffer und nehmen alles mögliche Zeug mit, was wir brauchen, um auf einem anderen Planeten da eine Produktion aufzubauen. Also Minenabbau-Dinger, Smelter wahrscheinlich. Und dann brauchen wir dann diesen Turm noch. Wir müssen dann auf dem Planeten auch noch eine Empfangsstation stellen, damit die Sonnenenergie dann dahin kommt. Und dann, vielleicht wird das dann irgendwann was. Okay, liebe Leute, dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr findet es genauso spannend wie ich. Und sage mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Eure Lucida. Tschüss.